Jetzt gibt es endlich ein Wiedersehen mit der ehemaligen Wanderhure Marie, der so viel Unrecht geschehen ist. Mit Die List der Wanderhure geht die spannungsgeladene Geschichte aus der deftigen und integranten Welt des Mittelalters weiter. Diesmal werden Marie und ihr Ehemann Michel in neue, gefährliche Abenteuer verstrickt, bei denen an jeder Ecke der Tod lauert. Und das nur, weil sie einer jungen Novizin zu Hilfe eilen, um ihr das Leben zu retten. Die kämpferische Marie ist eine der schönsten und zugleich interessantesten Heldinnen dieses historischen Romans von Inni Lorenz. Inni Lorenz ist übrigens ein Pseudonym, hinter dem sich ein Autorenehepaar verbirgt, das die Königsklasse des historischen Romans darstellt. Und in diesem Buch hier beweisen sie gekonnt ein weiteres Mal, warum. Mit jedem Wort werden wir Leser geradezu eingesaugt in die farbenprächtige, spannende und äußerst interessante Geschichte um Marie. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die ersten Bände bereits fürs Fernsehen verfilmt wurden. Die List der Wanderhure ist bereits der 6. Band der Bestsellerreihe. Fans und Presse sind begeistert. Und wenn ich an dieser Stelle mal die Bild-Zeitung zitieren darf: Erotik trifft Action im Mittelalter. Das Autorenduo Inni Lorenz präsentiert das bewährte Erfolgsrezept in Bestform. Die List der Wanderhure vom Top-Bestseller-Autorenpaar Inni Lorenz. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Weltbild.